Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pacific Drive. Ja, wir haben ja jetzt glücklicherweise endlich die Thermosaftkristalle gefunden. Nächstes Problem ist nur, wir haben wieder mal keinen Fahrzeugschutz mehr, weil wir wieder mal von irgendwas getroffen wurden. Das wird für uns jetzt sehr lustig werden, hier überhaupt lebend wieder rauszukommen vor allem. Mach gleich drei Kreuze, wenn wir hier raus sind. Wie gesagt, ich ignoriere jetzt erstmal alles, was wir da haben. Und, will einfach nur hier raus. Problem ist nur, wir fahren wieder falsch. Leck mich doch, ey. Oh, jetzt kommen die Dinger auch noch dazu. Oh, ich will nicht mehr, ne? Ich würde gerne abbrechen, aber dann erstmal verlieren wir dann alles und ich will es nicht wieder umstellen. Ich war gerade so happy, dass wir fast raus sind. Dann stelle ich doch wieder mit Entsetzen fest. Ha, Pustekuchen, ne? Falsch gefahren. Ah, mein Gott. Ist wieder mal glamourös und fantastisch hier. Mal wieder hier durchfahren, leck mich doch. Brauchen auch mehr Kleidung. Wir brauchen diese Strahlungskleidung. Das wäre eigentlich noch perfekt. Ich sehe gerade, wie müssen wir eigentlich fahren? Erstmal auf jeden Fall hier irgendwie weg, dass wir nicht mehr Strahlungsschaden kriegen. Weil dieser scheiß Dings ist auch im Weg. Lass mich mal gucken. Wir können jetzt hier die lange stehen bleiben dürfen wir nicht. Ist okay. Ich habe verstanden. Das Problem ist, wir kommen da gar nicht so einfach raus, ne? Ah, warte. Ich habe eine Idee. Ja, da kommen wir ja nur wieder. Da dürfen wir nicht raus. Wir müssen einmal nach hier. Erstmal auf jeden Fall gucken. Wir haben das Abdichtkit doch noch bei, ne? Weil wir brauchen jetzt dann gleich ein bisschen Tempo. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Hier ist das Abdichtkit natürlich nicht drin. Hier ist es aber dafür drin. Welcher Reifen ist es? Der hier. Und natürlich auch wirklich. Gib mich mal ein, so ein Reparaturkit. Selbst wenn wir jetzt hier zwei draufklatschen, wir brauchen das jetzt gleich erstmal. So. Immerhin ein bisschen. Na gut, unsere Front. Die ist ein bisschen im Eimer. Wir müssen auf jeden Fall gleich gucken, dass wir da reinkommen in den Tunnel und aus. Vielleicht in dem Tunnel irgendwie einen Weg finden, rauszukommen. Wenn das überhaupt ein Tunnel ist. Aber es muss ja irgendwas sein. Sonst könnte man ja da nicht reinfahren. Das Ding brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oh, nein, lass mich los. Ah, oh, da ist eine Reparaturstation. Wir haben jetzt wieder Fahrzeugschutz, ne? Ja,
Problem ist, wir haben jetzt hier einen platten Reifen. Wir haben natürlich wie immer nur ein Ablichtkit dabei gehabt. Aber das sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. Ich erinnere mich dran, dass wir hier irgendwie einen Geheimtunnel gefunden hatten, ne? Wenn, dann müssen wir in die andere Richtung mal fahren. So. Ah, jetzt mal ehrlich, die Reparaturstation, die war jetzt wirklich, wenn ich jetzt gläubig wäre, würde ich sagen, ein Geschenk Gottes. Was ich ja nicht bin, aber trotzdem möchte ich das jetzt einfach mal als solches bezeichnen. Das hat uns jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gut den Arsch gerettet. Ist es nicht. Also wir müssen doch nochmal nach da. Wie gesagt, wir haben jetzt hier erstmal kurz Ruhe. Tank könnte ein bisschen schwierig werden, aber kriegen wir auch irgendwie geschissen sonst. Wir haben noch den kleinen Benzinkanister, ansonsten müssen wir gucken, dass wir irgendwie an die Wracks drankommen. Müssen wir dann mal gucken. Mache ich mir jetzt erstmal wenig Sorgen. Was ist hier? Hier ist nichts. Ich hoffe zumindest mal, dass... Hier wollt mal rein. Jetzt hier irgendwie rauskommen. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ach ja. Ich erinnere mich. Können wir auf jeden Fall gut eine Menge Plasma eigentlich sammeln. Aber das lasse ich jetzt auch erstmal liegen. Ich habe eh keinen Impulshammer bei. Jetzt dafür noch unseren kompletten Plasma-Verschrotter zu verschwenden. Glaube ich, alles andere als gut. Wenn wir jetzt hier noch vielleicht noch so ein Ding kriegen, würde ich sonst noch mitnehmen. Aber wichtig ist mir jetzt einfach nur erstmal von hier wegzukommen. Und gleich ein Portal auszulösen, sobald wir irgendwo sind, wo wir Portale auslösen dürfen. Was ja eigentlich am Ende da sein muss, weil wie wollen wir sonst nach Hause kommen? Das ist ja dann das nächste. Klar, jetzt haben wir noch einen instabilen Anker mitgenommen. Einen? Ja, doch einen. Aber, mein Gott. Jetzt mal ehrlich, das ist gerade jetzt nicht so, dass das Wichtigste. Wichtigste ist jetzt einfach irgendwie erstmal nach Hause zu kommen. Das ist zumindest unsere Priorität. Vielleicht können wir ja hier auch noch was holen. Ich weiß es ja nicht. Wobei das auch schon wieder diese hässliche Säure. Was auch alles andere als gut ist. Ah, können wir jetzt hier ein Portal setzen? Können wir, okay, oder? Nee, doch, eins. Das ist ja auch heftig jetzt, ne? Wenn man das eigentlich so sieht, wenn wir jetzt eigentlich mit dem Sturm fahren müssten. Also erstaunlich. Ich bin wirklich froh, dass man die... Ich mag das Spiel, mir gefällt das Spiel sehr. Wenn es auch selbst wenn es manchmal ein klein wenig, sag mal, anstrengend ist mit dem Grinden und alles. Aber selbst darüber sehe ich hinweg. Weil ich bin wirklich froh, dass man... Achso, ja. Dass man sagen kann und auf deaktiviere mir diese scheiß
scheiß Dings hier, die Portalstürme. Weil sonst hätte ich das Spiel wahrscheinlich wirklich schon längst abgebrochen. Was eigentlich schade ist, weil ich mag die Story, ich mag das Spiel. Und da wäre es eigentlich wirklich schade drum, das nicht zu Ende spielen zu wollen. Deswegen, ich werde das in Zukunft auch so handhaben, dass wenn ich solche Spiele spiele, und ich werde es dann so spielen, wie es mir am meisten Spaß macht, weil das ist ja immer noch so ein Ding, es soll ja Spaß machen. Ansonsten bringt das ja auch nichts, wenn ich keinen Spaß habe, mich durch irgendein Projekt wähle. Habt ihr keinen Spaß dran, da hab ich keinen Spaß dran. Und natürlich versuche ich es mir nicht so einfach wie möglich zu machen. Aber ich bin auch ehrlich so ein Mensch, klar, ein bisschen Herausforderung ist cool. Nice to have. Aber ich bin eigentlich jemand, der die Spiele auch eher tatsächlich für die Story spielt. Ach, come on, wir sind doch fast oben. Ah, komm, jawohl. Ich dachte, ich hätte das schon mal erwähnt, hoffentlich. Wenn nicht, habe ich es jetzt gerade mal gesagt. Es ist mir wirklich hauptsächlich nur um die Story bei den meisten Spielen geht. Klar, ein bisschen Anstrengung und alles, dass man auch mal was sich erarbeiten muss. Ist auch immer ganz cool und gibt einem ja auch den gewissen Kick. Aber das war ja... Scheiße, das war ja... War ja alles andere als einfach. Ich dachte, und finde es halt sonst noch schade, wenn man solche Spiele nicht zu Ende spielen kann, wegen so Kleinigkeiten einfach nur. Aber gut, wir haben es ja jetzt auch glücklicherweise zum Portal geschafft. Ich weiß jetzt nicht, habe ich noch kostenlose Reparatur an? Ich hoffe nicht. Wir haben jetzt Reparaturkits. Wenn doch, tut's mir jetzt schon leid. Ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Habe ich auch, okay. Nice, nice. How'd the zone treat you this time? Ha! Nö. War's nie. So. Transportkiste. Zack. Zack. Junge. Müssen wir auch mal aussortieren am besten, ne? Ich glaube mal, ein Starthilfe-Kabel reicht dafür. Ja, lassen wir mal die zwei Reparaturkits da. Das Ding kriege ich jetzt nicht noch runter. Zack. Zack. Hier ist alles voll. Scheiße. Hier noch Platz? Ja, hier ist noch eine Menge Platz. Okay. Das Ding ist ja auch noch komplett leer. Ja, das ist auch okay. Lackregale sind komplett voll. Wir können sie bis jetzt immer noch nicht mal ansatzweise verwenden. Ach so. Zack. 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 Hier ist nochmal Lack. Platz für die Müllperlen. Jetzt. Die noch. Die können wir hier reinpacken. Unser Brecheisen ist auch fast hinüber. Tanken. Das Auto müssen wir auf jeden Fall tanken. Sehr schön. So. Ich stell gleich zwei her. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ansonsten weine ich. Nee, Gott sei Dank.
Oder muss ich das jetzt erstmal in den Kofferraum packen? Ah. Darf ich noch gar nicht nehmen. Nice work on that limb shield driver. We'll have the power grid prepped by the time you reach the old wall. Scheiße, ich hab keinen Platz mehr für den. Einen Puls haben wir, müssen wir auf jeden Fall ins Auto noch packen. Und einen nehmen wir mit. Das Ding können wir wieder dran bauen. Bitte, genau. So. Brüchig reparieren. Einen weiteren Offroad-Reifen noch bitte. Das ist sonst noch eine gute Idee. Oh. So, lass doch mal schauen, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Limbchips. Konnten wir die herstellen? Ich glaube, die mussten wir noch erforschen, ne? Dafür fehlt uns, glaube ich, die richtig instabile Energie, habe ich recht? Geländereifen sage ich nicht nein. Bei Offroad und Gelände, also Geländereifen sind auch richtig geil. So, lass mich mal was gucken. Stahlplatte, gepanzerte Platte. Das können wir auch noch nicht. Gepanzerte Stoßstange. Können wir auf jeden Fall noch machen. Können wir uns hinten eine gepanzerte Stoßstange dran knallen. Aber jetzt erstmal, bevor ich da irgendwas weitermache. Pannensichere Reifen, auch nice. Paddelreifen, ja moin. Wäre auch sinnvoll. Seitliche Batterie. Ionenschild. Fehlt exakt eine beschädigte Energie, okay. Befreier V2 Magnethammer. Auch beschädigte Energie. Noch keine Reisebus-Anomalie, schade. Müssen wir sonst. Ja, wir haben zwei Sachen, die wir aufs Dach packen können. Dann würde ich doch, glaube ich, gerne das eine Ionenschild draufpacken. Vorausgesetzt, wir können es. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nur das Crafting-Rezept für freischalten. Ja. Schade. Vier Gasflaschen gleich, okay.
nach einer besseren Werkmaterial wollte ich ja noch gucken. Ah, da fehlen uns Sumpfeier. Okay, cool. Olympus-Fragmente. Nitro-Antrieb. Nice. Aber was sind denn bitte Olympus-Fragmente? Das habe ich auch noch nie gehört. Geländereifen. Wie viel kosten uns 4 Stück davon? Können wir herstellen. Sofern die Carbonfaser mitspielen. Ha, 2 hier können wir herstellen, scheiße. Ha, uns fehlen Carbonfasern. Na egal. Basteln wir vorne einfach erstmal Geländereifen dran, wa? Doch die Baumbonbons einpacken sollen, fällt mir gerade auf. Na gut. Naja, gut. Hä? Durfte ich da gerade... Egal, frage ich jetzt einfach nicht nach. Was hast du denn noch Schönes für uns? Ich will echt nicht meckern, aber gerade gefühlt nichts richtig Brauchbares. Okay. Die beiden Sachen kann man auf jeden Fall noch kaputt machen. So, immer noch weiter Sachen für unser Lackregal. Gut. Ja gut, das wäre natürlich auch gut gewesen, wenn wir jetzt davon was abpumpen könnten. Gut, nichtsdestotrotz haben wir es ja jetzt, ne? Wir haben das Limmschild, können also demnächst dann die alte Schutzmauer überwinden, um in den innersten Sektor zu gelangen. Da bin ich dann auch mal sehr gespannt drauf. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet bei Pacific Drive. Und ich bedanke mich natürlich auch gleichermaßen, dass ihr diese Folge auch wieder bis zum Ende geschaut habt. Vergesst nicht beim nächsten Mal einzuschalten. Aber bis dahin, ciao.